Hallo und herzlich willkommen zum War Wednesday. Ich werde mal wieder mein Spiel Call of Duty Modern Warfare 2 spielen. Spiel fortsetzen. Wir waren da stehen geblieben. Wo waren wir da stehen geblieben? Ich glaube, wir sind den Eisberg hochgegangen, ne? Oh wei, ob ich das mit einer Hand spielen kann. Naja, ich probiere es mal. Bisschen kann ich ja meinen Finger bewegen. Wie sehe ich aus? Wie einer von den bösen Jungs. Ideal für ihren Geheimauftrag. Also ist Makarov der Preis? Makarov ist kein Preis, er ist käuflich. Er arbeitet stets für den, der am besten zahlt. Vergessen Sie nur Ihre neue Identität nicht, dann bleiben Sie am Leben. Willkommen bei 141, eine Einheit der besten Krieger auf diesem Planeten. Es ist eine Ehre, Sir. Wann treffe ich den Rest des Teams? Sind auf einer Mission, sichern ein abgeschossenes ACS-Modul in feindlichem Gebiet. Nasse Füße? Dazu ist es dort viel zu kalt. So, und dann geht's da weiter, wo ich es abgespeichert habe. Herzschlagsensor überprüfen. Ich sollte auf der Anzeige erscheinen. Der blaue Punkt bin ich. Unbekannte Kontakte erscheinen als weiße Punkte. Also blau ist er und weiß ist der Gegner. Roach, diese Trottel haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Wir können uns Zeit lassen. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Schätze, ich muss alles allein machen. Ich hab den noch abgeschossen. Ah, das hier war schleichen. So, dann müssen wir uns mal ein bisschen konzentrieren. Sie übernehmen den da links. Bei drei. Eins, zwei, drei. Gut gemacht. Der Sturm wird stärker. Das ist gut. Der gibt uns Schutz und Deckung. Also muss er mal den links übernehmen. Dann laufe ich mal links neben ihn her, damit sich die Schüsse nicht kreuzen. Was wahrscheinlich auch nicht passieren wird. Aber wer weiß. Vielleicht schießt ja mein Schuss seinen Schuss ab. Wir trennen uns. Ich halte mit dem Thermalzielfernrohr von diesem Kamm aus Wache. Schleichen Sie durch den Sturm in die Basis. In dem Schneesturm sind Sie wie ein Geist. Die Wachen erkennen Sie also erst sehr spät. Augen auf den Herzschlagsensor. Viel Glück. Das war ein bisschen falsch gewesen von mir. Er hat sie noch bewegt. Warum haben wir wohl Schalldämpfer? Situation normalisiert. Sie kehren auf ihre Positionen zurück. Okay. Warum haben wir wohl Schalldämpfer?
Ich habe Ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. So, jetzt sich hier lang schleichen. Der gehört mir. Ich nehme den hier. Außer Sicht bleiben. Wachen in Alarmbereitschaft. Ist am Nordostende der Landebahn. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Das ist der Truck. Sie haben eine Wache alarmiert. Achtung, der Truck hat angehalten. Vier Ziele sind ausgestiegen und sehen sich um. Roach, im Nordosten der Landebahn nach der Tankanlage suchen. Oh oh. Oh, habe ich hier was falsch gemacht? Ist doch keiner mehr da. Aber schon alles hier niedergemetzelt. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Von wo? Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha, der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Wer zuerst da ist, breche auf, Ende. Okay, jetzt bin ich allein. Jetzt ist er weg. Mal mit dem Flieger fliegen. Es fällt bestimmt nicht auf. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Bereich meiden. Der BMP hat Thermalsicht. Bloß weg von da. Roach, ich warte hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn.
denn da raus? Heul. Ich finde den Ausgang nicht. Ah, hier. Roach, wir treffen uns hinter den Hangars, Südwestecke der Landebahn. Gerade schießen. Okay. Aufgehen und das ACS-Modul suchen. Auf der Seite. Roach, hochgehen und das ACS-Modul suchen. Hab ich doch schon gefunden. Mach doch keinen Stress, Junge. Roach, ich bin aufgeflogen. Still verhalten und Feuer einstellen. Roach, schnell, Plan B. Schnell laufen. Okay. Kilo 6-1, primärer Treffpunkt gefährdet, unterwegs zur Landezone mit Feindfahrzeug. Wir treffen uns dort. Over. Bravo 6, hier Kilo 6-1. Verstanden. Ende. Weitere Ziele hinter uns. Abschütteln. Los, los. Nicht nachlassen. Anhalten bedeutet Tod. Los, los, los. Na los! Na los!
Zeichen hier. Yes, sir. Puh. Das war meine Lieblingsmission. Damals zumindest. Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt vor nichts zurück. Wirklich vor gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Aber agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. So, ich werde mal sagen, ich werde jetzt gleich hier abspeichern. Wenn noch eine Sprachnehmung kommt, hören wir uns die noch schnell an. Okay. Dann werde ich mal hier speichern. Speichern und Ende. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.